Wer ist noch 33? Moles. Moles könnte man wieder leveln. Gegen einen Vogeltrainer. Schwierig, aber könnte klappen. Oh Gott. Moles hält ja gar nichts aus. Ja, müssen wir. Zwangsweise. Da kann ich mit Moles halt wirklich gar nichts machen. Das Viech hat gerade auch ein bisschen mehr gefressen von dem Habitat, als mir lieb war. Viel zu viel, um ehrlich zu sein. Ah, das ist doch schon eher Dictris Kaliber hier. Ja, wenn es das getroffen hätte, hätte mich aber auch gewundert. A, sind wir unter der Erde. B, vom Typ Boden. Oh, ein Raichu, das gibt EP. Déjà-vu von Mario Bob. Da hat Moles das schon fantastisch gelöst, von daher mache ich mir hier auch überhaupt keine Sorgen. Nein. Raichu verreckt. Fantastisch. Tauboga, na toll. Oh, das ist echt Pokern hier. Moles hält nicht viel aus. Ah, da können wir mit dieser Flora mal ein bisschen was machen. Das wurde auch Zeit. So, mal kurz gucken. Müssen wir ein bisschen heilen? Ja, Moles kann man ein bisschen heilen. Opulas müssen wir nicht heilen, außerdem kann der... Ah, verdammt, das wollte ich gar nicht. Außerdem kann der ja Megasauger, der kann sich im Zweifelsfall selber heilen. Ob jetzt gegen Biker, weiß ich jetzt nicht. Hier probieren wir es mal mit Zerschneider. Zerschneider mal ein bisschen voranzukommen. Sieht ganz gut aus. Kann die Smogons jetzt nicht anfangen? Oh, Smogmog. Okay, das machen wir definitiv, mit Smetbo. Gott sei Dank, ich hatte schon ein bisschen gefürchtet, dass es der Finale einsetzt, weil Finale von Smogmog knallt ganz gut und ich weiß nicht, inwieweit Smetbo das ausgehalten hätte. Gut, die KP von Smetbo war noch ziemlich stabil, aber das muss nichts heißen. Nicht zwingend. Okay, Bisaflor ist auch Level 34. Jetzt hängt da eigentlich nur noch Dumbo hinterher. Beschleunige die Kämpfe hier mal ein bisschen, weil sonst, ihr seht ja schon, wie lange das dauert. Okay, Smogmog, das machen wir mit Deep Job. Oh, nice! Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, ich wollte eigentlich gerade einen Schub trinken, aber naja. Oh Gott, was setzen die nochmal ein? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich glaube Pflanzen-Pokémon, bin mir aber nicht ganz sicher. Doch. Okay. Kriegen wir mit dieser Flur aber auch hin, wenn er denn nicht unbedingt schlafen würde. Dieser Flur. Juhu. Aufwachen, Jeffel. Okay, Miraptor. Ja. An dieser Stelle wäre ein Feuer-Pokémon toll. Aber durch den Gift-2-Typen von Miraptor können wir das auch mit Smetbo angehen. Das funktioniert auch. Fast, ey. So close. Nein, nein, ja. Schlecht. Oh Mann. Da habe ich nicht aufgepasst. Ich dachte, Smetbo ist aufgewacht. Oh Mann. Smetbo scheitert gegen Miraptor. Das ist, das darf man auch keinem erzählen. Oh Mann. Los heute. Nemo, kill es bitte. Danke. Wem können wir da jetzt nochmal antreten? Moles könnte es versuchen. Zwecks Boden 2-Typ.
Cam besiegt Schönheit. Ja, toll. Wir sind, glaube ich, auf einer neuen Route tatsächlich. Unser Team sieht etwas gedamaged aus. Ich heile hier mal kurz ein bisschen, weil ein Verlust reicht mir hier heute schon völlig aus. So, und ich glaube, jetzt kamen wieder Vogelfänger, wenn ich diese Route grob richtig erinnere. Ja, wusste ich's doch. Aber ich habe schon eine Idee, wie ich unser Team hoffentlich recht effektiv wieder auffülle. Ich weiß noch nicht, ob es klappt. Ah shit, eigentlich das Pokémon, was ich, mit dem ich das eigentlich vorhatte zu erledigen, ist gerade ja gestorben. Ich spreche natürlich vom Kampfdojo in Saffronia City. Da wollte ich jetzt eigentlich hin und uns Kiki oder Nocturne holen. Aber Smetbo ist ja dummerweise aus dem Leben geschieden. Was ist denn hier los heute? Ich glaube, das sind diese Wickelattacken, die hier immer so Damage machen. Okay. Wer kann denn noch halbwegs kämpfen? Moles kann noch kämpfen. Geht uns hier etwas, was wir noch nicht haben? Blutzug. Gut, Blutzug haben wir noch nicht. Das ist richtig. Wir können es ja mal fangen. Es ist nicht so weit von seiner Entwicklung weg. Und Omot könnte man als Ersatz für Smetbo tatsächlich nehmen. Wir müssen gerne mal gucken, was der für Attacken beherrschen. Teilweise können wir ja Psychokinese beibringen. Da würde ich aber erstmal mit warten, bis wir wissen, ob das Viech überhaupt kämpfen kann. Giklop. Ist es Giklop? Man weiß es nicht. Da ist jemand vergiftet. Oh Mann, ich bin so unkonzentriert heute. Ich muss echt aufpassen. Oh. Ganz gefährlich hier heute alles. Ja, die Area von Koga. Da gehe ich jetzt auch gerade rein. Ich bin nicht groß und wahnsinnig. So, wir müssen auf jeden Fall Smetbo freilassen. Oh Mann, das ärgert mich. Das ärgert mich. Da ist es. 34 war es. Oh Mann. Nehmen wir Geekshop-Fragezeichen mal mit. Gucken uns mal die Attacken von ihm an. Das beherrscht er denn? Tackle-Aussetzer, Giftpuder. Oh Mann. Ja. Ich weiß ja nicht. Wollen wir das machen? Wollen wir das nicht machen? Ich habe tatsächlich noch nie Oma trainiert. Wäre also auch für mich neu. Das Blöde ist, es kam bis jetzt halt nur Tackle. Ah. Was haben wir denn sonst noch? Ja. Ja. Mr. Krabs. Om. Was war Om? Om war unser... Was ist unser Abra? Nein. Hulkballer, Charlie, Nabta, blablabla. Giklop. Oh shit, wir haben Giklop noch nicht mal freigelassen. Ups. Nee, nehmen wir Blutzug mit. Gefällt mir zwar gerade nicht so ganz, aber... Wir wollen ihm mal eine Chance geben. Wenn es verreckt, ja, blöd, aber können wir da nicht ändern. So, mit einem dieser beiden Gebäude kam man hinten in den Rückgarten da hinten und konnte da angeln. Hier, okay. Hier holen wir uns
Okay, wir können die andere Angel nicht mehr mitnehmen. Gut, dann versuchen wir hier mit der Super-Angel mal kurz uns einen zurecht zu angeln. Vielleicht klappt's ja. Nein. Tut's nicht. Oh, da hat was angebissen. Vielleicht ist es ja was, was wir noch nicht haben. Krabi haben wir schon. Krabi haben wir schon. Carpador haben wir schon. Kann er vielleicht bitte mal irgendwas anbeißen, was wir noch nicht haben? Ich wollte sagen, Carpador, lass uns abhauen, verdammt. Haben wir irgendein Einzeldingen? Hier, X-Treffer. Das. Ja, das will ich wegwerfen, sonst würde ich nicht draufdrücken. Gucken wir uns aber kurz die Profi-Angel. Und dann gucken wir mal, was mit der Profi-Angel beißt. Ich beiß hier ja was anderes. Quapsel! Das ist cool. Das ist tatsächlich sogar echt cool. Quappo als Wasserkampf-Pokémon. Kann man sich tatsächlich mal überlegen, ne? So viele Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten. Kaulquappen-Pokémon. Ja, wir möchten ihm einen Spitznamen geben. Und das ist, seine Kaulquappe ja logischerweise die Vorstufe eines Frosches ist, ist das hier Froggy. Froggy des Quapsel. Gehen wir gleich mal in die Safari-Zone. Ja, kann man eigentlich machen. Wir dürfen nur versuchen, das erste Pokémon, was uns da begegnet, zu fangen. Aber das ist ja nicht so wichtig. In der Nuzlocke-Challenge ist man in der Safari-Zone einfach gekniffen. Das ist einfach Fakt. Ja. Luzuk, okay, das haben wir schon. Rihorn, das haben wir noch nicht. Wir dürfen jetzt nur das Rihorn hier fangen in der Safari-Zone. Wenn sich Rihorn unkooperativ zeigt, tut es nicht. Okay. Wir haben ein Rihorn. Alias. Das ist Rocky. Genau, das ist Rocky. Ich bin unglaublich kreativ, was die Spitznamen angeht, ich weiß. Das könnte man trainieren, oder? Nicht sowas? Wäre schon ganz geil. Ich glaube, das mache ich. Genau. Wir haben noch die TM Steinhagel, glaube ich, wenn wir dem das Rihorn beibringen. Könnte das sogar ganz lustig werden. Es ist kein Platz für weitere Items. Oh, verdammt. Das ist lustig. Fluchtseil kann weg. Ja. Okay, dann müssen wir irgendwann noch mal ein bisschen die Safari-Zone ausräumen. Das ist eigentlich keine Sache, die ich jetzt gerne wegwerfen würde hier, blöderweise. Komm, Sonderbonbon für Relaxo von mir aus. Da friss. Dumbo erreicht Level 32. Okay, jetzt haben wir zwei Dinge zum Beutel frei. Wir können auf jeden Fall uns die VM-Stärke und die VM-Surfer sichern. Alles weitere machen wir dann in einem... Oh, geil, wildes Omod. Machen wir dann im zweiten Run der Safari-Zone. Wilde Omods, aber ich glaube, die könnten wir nicht fangen. Die lassen sich bestimmt nicht fangen oder würden wahrscheinlich abhauen. Ich bin sowieso froh, dass Rihorn überhaupt da geblieben ist. Sich hat fangen lassen. Das ist nicht selbstverständlich. Oh man, gibt es hier viele Items zu looten. Das müssen wir definitiv gerne nochmal alles holen. Aber erstmal die beiden wichtigen Items, wegen denen wir hier überhaupt sind. So, die Goldzähne. Dass man da nicht durchkommt, ey, ja, ja, erste Generation. Ja, verstecktes Haus, Heureka, vor allem 03. Das ist nämlich Surfer. Und ja, das bringen wir Nemo bei, hätte ich jetzt gesagt.
Ja. Das war fast stärker als Luftstrahl. Dann kam Luftstrahl weg. Und ich renne hier ein bisschen hin und her, bis genau das passiert. Ja, ja, meine Jagd war sogar unfassbar erfolgreich. Ich habe ein Rihorn gejagt. Da bin ich sogar echt zufrieden mit. Kann man, denke ich, das nehmen in unser Team auf. Rizoros, starkes Pokémon, Gesteins-Pokémon, kann man machen. So, war jetzt, wo war jetzt der Safari-Sohn? Heini, der war hier. Ja. Ich hab dich nicht verstanden, Kollege, das war Zufall. Vor allem Stärke. Wir kannten das lernen, Nemo und Dumbo. Das bringen wir aber Dumbo bei. Genau, jetzt hat Dumbo Body Slam und Stärke, hat zwei Angriffsattacken. Das finde ich sehr gut. Genau. Das mache ich. Ja, lagern wir den ganzen Kram erstmal ein, den wir hier haben. Wir legen Geeklop ab und nehmen Rocky mit. Ich find's gut. So, PC von Kevin und wir lagern ein. Das Hilfscope. In Pokémon-Turm wollen wir nichts mehr. Wir lagern ein. Elixier. Für die Liga später. Kapi Plus wird verkauft, Nugget wird verkauft. Pokeflöte brauchen wir nicht mehr. Vor allem Fliegen, wir sind derzeit flugunfähig. Brauchen wir auch gerade nicht. Wir haben kein Flug-Pokémon in unserem Team. Das müssen wir dringend korrigieren, fällt mir gerade auf. Super Angel kann weg. Eisenkalzium wird verkauft. Profi-Angel kann weg. VM03 kann weg. Und VM04 kann ebenfalls weg. Okay, dann sieht der Beutel ja schon mal wesentlich besser aus. Was kann Rihorn eigentlich an Attacken? Hornattacke. Wow. Okay, jetzt kommt nämlich die spannende Frage. Von den TMs, die wir hier haben. Was davon ist Steinhagel? Ich hätte es jetzt fast schon, fast irgendwie der Liste hier ein bisschen eingeordnet. Also in dem Zeitraum, weil da unten war der Silf, der Liftöffner, passt also zeitlich ungefähr in die Begegnung mit Team Rocket. Und gucken wir nochmal TM07 an. So. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir Rihorn mit einer TM füttern können. Nein. Die war es nicht. Ja, die ist es. Ja. Was ist denn die dritte TM? Ach, das ist wahrscheinlich Eisstrahl, dann genau. Dann lagern wir die auch nochmal ein. So. Genau, Rocky und Dumbo müssen dann. Ja gut, Angriff, Verteidigung, Initiative hat er nicht, aber die anderen Werte sehen gut aus.